Ich bin jetzt hier mit Jamie Green. Jamie, du startest in P7 heute im Rennen. Das Qualifying ist nicht ganz so gut gelaufen. Woran lag's? Ja, ich denke, Samstag war nicht perfekt für uns bei Mercedes. Ja, das Auto war nicht schnell genug und das ist natürlich ärgerlich für mich und für das Team. Aber ich habe Rennen gewonnen von P7, von Startplatz 7. Und das ist möglich für heute, aber das ist natürlich nicht einfach. Und das letzte Rennen war am Norrisring, das hast du gewonnen. Ist das so ein Motivationsschub, dass du sagst, ach, morgen ist zwar schwierig von P7, aber kriegst du vielleicht auch hin? Und ich meine, es ist die zweite Saisonhälfte, jetzt geht es ja auch um die Meisterschaft. Ja, natürlich, das ist immer schön, wenn du hast einen Sieg. Das ist immer sehr gut und schön und gut für das Confidence. Aber hier ist ein neues Rennwochenende und alles neu. Und ich denke, von P7 mit einem guten Start, ich habe eine bessere Chance. Aber das ist ein langes Rennen und ich denke, eine heiße Temperatur heute hier. Und ja, wir werden sehen. Es wird ein heißer Tag in der grünen Hölle. Und sag mal, der Sommer war jetzt ja wirklich lang. Ihr hattet fünf Wochen Pause jetzt. Und ich habe dich gesehen am Hockenheimring bei der Formel 1. Ist das immer noch ein Traum von dir, in der Formel 1 auch zu fahren? Und was hast du sonst noch so gemacht im Sommer? Ja, ich war in Hockenheim für das Formel 1 Rennen, aber ich war nicht ein Fahrer. Ich war ein Taxifahrer und ich habe ein bisschen Interview gemacht und alles für Mercedes. Aber ja, das ist schön zu sehen. Aber für mich, ich bin voll fokussiert von meiner DTM-Karriere. Und ja, wir hatten zwei Wochen freie Zeit und das war ganz schön mit meiner Familie zusammen. Ich habe ja viel Fahrrad gemacht und Fitness und ja, ich freue mich auf die zweite Halbe auf diese Saison. So, und schauen wir aufs Rennen. Bist du fit fürs Rennen? Ja, natürlich. Ich bin stark. Und glaubst du auch vielleicht, Sieg hast du selbst gesagt, von P7 hast du auch schon einen Sieg eingefahren. Wie stehen da die Chancen? Ja, natürlich. Never give up. Alles klar, vielen Dank, Jamie.